hatten schon mal vor 10 Jahren einen reingestürmt. Und das war jetzt hat sich genauso in den 10 Jahren hervorragend geeignet. Aber er sagt, der Klaus wollte unbedingt, sagt er, Reihe schon gesagt. Und wie ich sehen, sagen muss, wir haben auch eine schöne Prinzessin. Nicht? Ich sie in dem Fall, so entwickelt, aber ich habe es in dem Fall dem Präsidenten vom Festkomitee überlassen, Eddie Braun. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe bayerische Freunde, ich darf Sie natürlich ganz herzlich begrüßen von uns ganz besonders, dass wir heute hier bei Ihnen zu Gast sind, speziell bei unserem Freund Reinhard. Ich darf mal ganz kurz das Münchner Haus vorstellen. Ich darf mich ganz nicht an
herzlichen Gedanken, dass ihr da seid. Heute Morgen zum Vaterstund waren wir auch schon da. Unseren Ort habt ihr, wie ich sehe, von den Augen umhängen. Ich weiß, irgendwann geht ihr denn so. Etwas gefügte Haltung, sagt man dazu. Ich darf aber als erstes jetzt mal. Na, was habe ich dir denn vorhin gesagt? Schönen guten Morgen. Wie ihr das aufteilt, ist mir egal. Aber erstmal kriegst du die Prinzessin. Ein kleines Festkorb.
wieder ans Bier schon on runtergefallen. Die Tina, du hast aber ganz schön noch mal angekommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und jetzt die zweite Parodie, keinen Einmarsch spielen. Sie gehen bitte abfahren und mit Tor ein bisschen beiseite. Thank you.
über euch. Hast du schon mal mit Kontingent versucht?
Dreht euch mal bitte zu uns um. Ja, die kleinste. Ja, eine Pauschale. Ich darf sie Ihnen jetzt mal vorstellen. Gut. Die Jasmina Bremer, ihre Vortrittnummer. Danke. Wir haben die Angelika Bulimitz. Nina Gatschen. Janina Lehmer. Angelika. Sabrina Berlinhausen. Max und Moritz Johansen, Tara Dienz, Tara, die Kutsche, schön, ja, und die Denise, Denise Dombrowski. Das sieht man gemacht. Und auch auf Deutschland, einfach Mollernes, Berlin! Den Bauchredner Rudi und Charlie, bitte Einmarsch. Thank you.
Los auf. Bisschen sauer auf dich. Auf mich? Wieso? Das ist die Woche schon das dritte Mal, dass du zu spät gekommen bist. Ja. Was heißt da unten? Ein berühmter Mann hat mal gesagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Richtig. Und wer zu früh kommt, soll kein Viagra nehmen. Ja. Moment, Moment. Du kleiner Kerl hast Ahnung von... Wo kommst du jetzt her? Nur Schimpf und Krach zum Karneval. Das kann nur die Partei sein. Was du Bibi machen, hä? Charlie, das geht überhaupt nicht an. Doch, das muss ich wissen. Ich war vorhin hier auf Toilette. Da ist vielleicht eine Stimmung. Was eine Stimmung auf der Toilette? Ja. Wieso das? Da saß neben mir einer, der hat gesungen. Auf der Toilette gesungen? Ja. Was hat er denn gesungen? Es geht alles vorüber. Lieber Freund, wir waren bei deiner Fiat-Fahrt. Ja. Weißt du überhaupt, was das ist? Ja, so kleine Roten. Ach, da bist du doch genannt. Ich weiß das. Du, Digga, weißt du, dass es jetzt Fiat-Fahrt auf dem Gelben? Gelb? Ja. Wieso das? Die ist für zu Hause. Wieso? Die nach einer halben Stunde blinkt. Nein, ich liebe dich. Aber ich dich nicht. Das hat
meine Frau zu mir gesagt. Ach so. Ja, und weißt du, was meine Frau heute noch zu mir sagt? Ja, finden wir einen Sesselfuchs. Ich meine, wenn wir mal so richtig schön lieb haben. So, was denn? Sagst du mir mein kleiner Asylbewerber. Ach, wie lieb? Hä? Wieso? Weil ich ein bisschen schön unter die Decke wusch. Nee, weil sie dich am liebsten abschieben möchte. Ich werde langsam stinkig. Ja, ich lieb's schon. Ja, ihr lacht, ihr müsst ja nicht neben ihm stehen. So, pass auf, du, ich schwuppe langsam vor Wut. Och, hallo, Herr Biolek. Und bin ich der Biolek? Oh, kleine, dicke Schwuchtel. Na, ist denn schwul, weil zu heiß Blutstein an diesem Eis? Du musst auf dich aufpassen. Das war eine Granate.
gemacht? Da steht doch die ganze Stadt, da liegt der Mensch. Ich bin unsicher. Wo gibt's da die Landesbahn? Die Landesbahn. Ja. Und wenn die Pleite macht? Da steht das ganze Land dahinter. Ist ja auch zu unsicher. Gut, da gibt's da die Regierungsbank. Die Regierungsbank? Ja. Und wenn das mit der Regierung hier schief geht? Na, das sollte die 500 Euro wert sein. Lieber Freund, pass auf, du willst hier ganz schön ins Fettnäpfchen. Also habt ihr Urlaub gemacht dieses Jahr? Ja. Und wo? An der Ostsee. An der Ostsee. Und wie war's? Das geht so. Ich musste mich dreimal in der Stunde einölen. Das dreimal mit Sonne einreiben? Ja. So viel Sonne rein? Nein, der Regen hat sich wieder im Hand gewaschen. Das ist ja schön. Was habt ihr gemacht? Wellen reiten. Das ist toll. Nein, schwierig. Das Pferd wollte nicht ins Wasser. Aber ihr habt jetzt in einem schönen Hotel gewohnt? Nein, auf dem Bauernhof. Bauernhof, das ist ja auch nicht schlecht. Sagst du? Wieso? Weil ich hab ein bisschen Pech mit meinem Zimmer. Warum? Ich hatte Zimmer 100. Wieso war das so Pech? Die 1 war runtergefallen, da war eine Drängelei. Aber du bist wieder gut zu Hause gelangt. Ja. Sag mal, was ist los heute? Du siehst hier so verkrüppelt aus. Da wird so wieder was Doofes passieren. Was denn? Ich war noch hier auf dem Hauptbahnhof. Auf dem Hauptbahnhof? Ja, alles neu. Alles neu. Was? Da steht auch ein neuer Automat. Was für ein Automat? Ein Vorhersageautomat. Vorhersage? Ach, du meinst einen, der die Zukunft voraussagen kann? Ja, genau so einen. Und ging ab? Klar, ich hin. 1 Euro rein in das Ding los. Du bist gleich Charlie, kommst aus Suhl und wenn du das Ding in dein Hest lässt, du einen Fuß. Und? Es war so. Es war so. Ja, hab ich noch 9 Euro reingedreht. Du bist ein Charlie, kommst am Suhl und wenn du das rechte Bein hast, lässt du wieder eine Tür. Es war wieder so. Hab ich noch 9 Euro reingedreht. Du bist ein Charlie, kommst am Suhl und während du hier rumfuhrst, fährt dein Zug weg. Jetzt muss ich von den Gästen hier verabschieden. Ja, wir haben auch hier nochmal. Nein, ich habe noch ein ganz kleines Gedicht für die Berliner. Ein kleines Gedicht? Ja. Ist es im Frühling sonnig und warm, kommt die Verwandlung festlich an. Ist es kalt, ist es im Sommer sonnig und heiter, kommen sie wieder und fressen weiter. Und die Johann, von der ich hin, vergisst beim Einkaufen das Hundefutter nicht. Denn im Fall eines Falles die Verwandtschaft, die frisst alles. Wir sehen ihn ja nachher nochmal. Recht herzlichen Dank und Abmarsch.